In Amerika muss man doch einfach nur eine Firma verklagen, weil man sich aus Dämlichkeit am Kaffeeautomaten verbrannt hat und schon ist man Millionär. Wirklich? Muss man sich in den USA wirklich nur blöd genug anstellen, um in diesem Rechtssystem Millionär zu werden? Die kurze Antwort: Nein. Um es einfach zu machen, greifen wir wieder auf das Beispiel aus dieser Videoreihe hier zurück. Dort hat Täter Tim die Nase und Brille von Opfer Otto mit einem Faustschlag zerschmettert. Dann haben wir Tim in zwei verschiedene Gerichtsprozesse begleitet. Einmal ins Zivilgericht und einmal ins Strafgericht. Zwei Gerichte heißt zwei verschiedene Rechtsgebiete, die ihren je eigenen Zweck haben. Im Zivilrecht geht es grundsätzlich darum, dass das eine individuelle Opfer irgendeine Wiedergutmachung für den Schaden bekommt. Man sieht also nur den Einzelfall des Otto. Im Strafrecht geht es darum, den Täter im Namen der Gesamtgesellschaft, hier vertreten durch ein Gericht, zu bestrafen. Außerdem dient Tims Strafe auch der Abschreckung an alle anderen Leute. Das heißt, Tims Verfahren geht auch um etwas Allgemeines. Beides sind wir in diesem Video durchgegangen. In Deutschland ist das Ziel des Zivilgerichts klar. Es geht darum, dass Otto einen Ausgleich für seine kaputte Brille, Nasen-OP und Schmerzen bekommt. Juristen nennen das Schadensersatz. Andere Fragen werden hier nicht gelöst. Man klärt nur, wer oder was ist kaputt, wer ist schuld daran und wie kann der Schuldige das wieder hinbiegen. In Deutschland blickt das Zivilgericht dazu direkt auf den Schaden, der entstanden ist. Dann wird versucht, diesen Schaden zu beziffern. Was die genauen Hintergründe von Täter Tim sind, ist dafür egal. Im Fokus steht immer der Ausgleich. 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 Auch wenn sich natürlich nicht jeder Schaden in Geld aufwiegen lässt, wie zum Beispiel Schmerzen, so schafft Geld trotzdem eine Ausgleichsfunktion durch Erleichterung. Perfektion gibt's halt nicht. Die Rechtsfolge, also das, was am Ende gemacht wird, hat nicht die Funktion Strafe für Tim, sondern Kompensation für Otto. Die Bestrafung von Tim ist dann im Strafrecht das Thema, ganz separat. Bitte merken, bei uns ist das getrennt. Im Zivilrecht geht es um Ausgleich, im Strafrecht geht es um Bestrafung. Man muss aber dazu sagen, dass diese strikte Trennung bei uns auch erst eine moderne Entwicklung ist. Außerdem waren die deutschen Summen bei Schmerzensgeld lange Zeit sehr niedrig im internationalen Vergleich. Logisch, dass uns dann die anderen Summen hoch vorkommen. Zusammenfassung: In Deutschland kann ein Tatbestand, also zum Beispiel die kaputte Nase, zwei getrennte Prozesse auslösen. Einmal zivilrechtlich und einmal strafrechtlich. Die Rechtsfolge, die am Ende rauskommen kann, ist hier der Ausgleich und da die Bestrafung. So, und jetzt gehen wir mit Tim und Otto ins US-amerikanische Rechtssystem. Hier sieht alles erstmal ganz ähnlich aus. Auch hier sind die beiden Bereiche getrennt. Der Fachbereich Tort Law innerhalb des Zivilrechts und das Criminal Law. Tort heißt im Englischen einfach nur Delikt und Tort Law ist in jedem Einzelstaat wieder unterschiedlich. Außerdem ist es typisch Common Law, das heißt, es gibt hier kaum geschriebene Gesetze. Im Zivilgericht geht es auch erstmal um das gleiche Ziel, den Ausgleich in Form von sogenannten Compensatory Damages. Im Strafgericht wird dann Tims Bestrafung behandelt, also auch wieder das gleiche Ziel wie bei uns,
Bestrafung und Abschreckung. Die Grafik sieht also bisher ganz ähnlich aus. Doch in den USA gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Es ist so, als ob etwas aus dem Strafrecht ins Zivilrecht überschwappt. Bestrafung und Abschreckung werden quasi ins Zivilrecht importiert. In den USA gibt es für Otto in den meisten Staaten noch eine weitere Möglichkeit im Zivilrecht, neben der reinen Compensatory Damages. Dieses Konzept nennt sich Punitive Damages. Der Lateinschlaumeier merkt sofort, das heißt doch strafender Schadensersatz und liegt damit zwischen den beiden Bereichen. Da will der deutsche Jurist am liebsten gleich Einspruch erheben. Ja, will man jetzt bestrafen oder ausgleichen? Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Im Deutschen wird das gerne als Strafschadensersatz übersetzt, auch wenn es das bei uns gar nicht gibt. Punitive Damages sind auch eine Geldsumme, die ein Zivilgericht zusätzlich zum normalen Schadensersatz verhängen kann. Die Idee stammt eigentlich aus England, wo es aber heute nicht mehr so relevant ist. Und die zentrale Aufgabe der Punitive Damages ist heutzutage in den USA Bestrafung und Abschreckung. Also das, was man sonst nur aus dem Strafrecht kennt. Man gibt dem privaten Kläger Otto sozusagen ein Instrument an die Hand, um Staatsanwalt zu spielen und eine Bestrafungsfunktion für die Allgemeinheit gleich mit zu erledigen, wenn er eh schon mit Tim vor Gericht steht. Der schlägt dann rechtlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wie genau Punitive Damages verhängt werden, ist in jedem Staat unterschiedlich. Aber es läuft grob gesagt so ab. Damit ich jetzt nicht tausendmal Punitive Damages sagen muss, nennen wir sie einfach PDs. Üblicherweise stellt der Richter fest, ob PDs in diesem einen Fall in Frage kommen. Dazu gibt es Richtlinien, nach denen sich Tim besonders rechtsverachtend verhalten haben muss. Zum Beispiel, wenn er die Tat absichtlich begangen hat. Auch spielen hier die Precedents eine wichtige Rolle. Wenn euch das noch nicht sagt, schaut euch doch mal dieses Video an. Außerdem gibt es PDs nur on top zum normalen Schadensersatz. Man kann sie nicht alleine bekommen. Wo kein regulärer Schadensersatz gezahlt wird, gibt's auch keine PDs. Und man hat keinen Anspruch auf PDs. Nur Jury oder Richter entscheiden im Einzelfall, ob es Geld gibt. Die genaue Summe ist auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel kann die Vermögenslage von Tim mit eingerechnet werden. Oder man orientiert sich an der Höhe der bereits verhängten Compensatory Damages. Weil die Jury aber trotzdem immer wieder mal über das Ziel hinausschießt, gibt es mancherorts Obergrenzen oder die Möglichkeit, dass der Richter den Betrag am Ende noch kürzen darf. Die langfristige Entwicklung zeigt, dass die Beträge eher begrenzt werden. Die große Frage ist doch jetzt, an wen geht denn aber jetzt die Kohle, der Zaster, die Moneten aus dieser Strafe? Wenn das so ein Zwischending ist. Im Strafrecht würde es ja an die Staatskasse gehen und von dort kann man es an gemeinnützige Organisationen zum Beispiel weitergeben. Im Zivilrecht geht das Geld normalerweise an das Opfer. Und tatsächlich kann es in den USA an Otto gehen. Er profitiert sozusagen von der Strafe für Tim. Jedoch ist auch das überall unterschiedlich geregelt. Es kann auch an den Staat oder gemeinnützige Organisationen gehen oder verschieden aufgeteilt werden. Warum gibt es eigentlich Punitive Damages? Erstens, weil das US-Strafrecht etwas unflexibler ist, wenn es um Geldstrafen geht. Denn bei uns rechnet man da in Tagessätzen. Da schaut man sich das Einkommen des Täters an und rechnet einen gewissen Teil davon als Strafe aus. So wird jeder passend zu seinem Einkommen bestraft. Das gibt es in den USA nicht. Dort stehen im Gesetz feste Höchstsummen für jede Art von Tat.
Für die gleiche Tat zahlt jemand mit 2000 Dollar Monatsgehalt das gleiche wie jemand mit 20.000 Dollar Monatsgehalt. Man blickt nur auf die Tat, nicht auf den Täter. Die PDs sind damit eine Hintertür, um die flexible Art der Bestrafung ins Zivilrecht einzuschleusen, weil das Strafrecht sehr starr ist. Zweitens ist das Strafrecht oft knifflig, wenn es um Unternehmen geht, die etwas begangen haben. Zum Beispiel bei der Produkthaftung oder der Mitarbeitersicherheit. Es kann ja durchaus sein, dass man Produkte auf den Markt bringt, die für Kunden gefährlich sein können. Nach dem Motto, wird schon passen. Das Strafrecht sucht in erster Linie immer nach natürlichen Personen, also Menschen, die schuld sind. In den USA können zwar sogar Firmen strafrechtlich belangt werden, aber das ist ziemlich aufwendig. In Deutschland gibt's übrigens dafür gar keine Möglichkeit. Man muss dann zum Beispiel erst klären, wer in der Firma wie viel Verantwortung für was hatte und wer von was wusste. Da ist es doch insgesamt einfacher und schneller, die Firma über das Zivilrecht mit einer Strafe in Form der PDs zu belegen. Und hier können die Geldsummen jetzt schon krasser sein. Es geht ja genau darum, dem Unternehmen klarzumachen, dass es so nicht geht. Und ganz ehrlich, Unternehmen sprechen die Sprache des Geldes sehr deutlich. Die Geldsumme soll dem Unternehmen ja wehtun. Es ist Bestrafung und gleichzeitig auch Abschreckung an andere Firmen, dass sie lieber gleich sorgfältig sein sollen. Warnungen wie an der Mitarbeitersicherheit sparen lohnt sich nicht. Der Einzelfall des Otto ist dabei gar nicht der Punkt. Man benutzt nur seinen Fall, um die Strafe gleich mit dahin zu hängen. Und mit all diesem Vorwissen schauen wir uns jetzt die Geschichte an, die an allen Stammtischen immer kursiert. Es ist der Fall Liebeck gegen McDonald's Restaurants von 1994. Die Legende. Eine Frau geht zu McDonald's, verbrennt sich am heißen Kaffee und bekommt Millionen Dollar Schadensersatz. Was wirklich geschah? In echt ist das nur ein Bruchteil der Geschichte. Ja, es stimmt, die damals 79-jährige Stella Liebeck hatte sich bei McDonald's und zwar im Drive-Thru verbrannt. Aber erstens waren diese Verbrennungen viel heftiger, als man in der Geschichte annimmt. Es waren auch Verbrennungen dritten Grades. Zweitens wisst ihr aus dieser Playlist, dass die medizinischen Behandlungskosten in Amerika schnell eskalieren können. Tja, und weil die Verbrennungen ja so heftig waren, inklusive 8 Tage Krankenhausaufenthalt, 2 Jahre Nachbehandlung und Hauttransplantationen, war ja der reguläre Schadensersatz schon so hoch. 160.000 Dollar gab es auf diese Weise nur für Behandlungsrechnungen und Schmerzen. Drittens bekam die Frau eine Teilschuld, wurde also nicht wegen eigener Blödheit von aller Schuld befreit. Viertens unterbreiteten die Anwälte der Frau McDonald's vorab schon immer wieder deutlich günstigere Angebote zur Einigung. Der Konzern lehnte nur alles immer ab. Tja, selbst McDonald's war also nicht klar, dass es einen solchen juristischen Showdown geben könnte. Fünftens hatten sich schon Jahre vorher immer wieder Leute an diesem Kaffee verbrannt. Der Konzern hat aber nie auf diese ständige Kritik reagiert. Man wollte dem Konzern jetzt einmal auf die Finger hauen, senkt die Temperatur und macht endlich größere Warnhinweise. Stella Liebeck war zufällig nur diejenige, die das Fass der angesammelten Beschwerden zum Überlaufen gebracht hat. Sechstens, ja, es stimmt. Zusätzlich wurden noch 2,7 Millionen US-Dollar an Punitive Damages verhängt. Das lag daran, dass die Jury die Kaffeeeinnahmen des Gesamtkonzerns für 2 Tage als Rechengrundlage benutzte. Siebtens, am Ende hat der Richter diesen Betrag nochmal deutlich gekürzt und zwar auf 480.000 Dollar. Er hat ihn also, wie ich es vorhin erklärt habe, mit der regulären Compensation ins Verhältnis gesetzt und das entsprach dann der dreifachen Summe.
Achtens, am Ende der Geschichte haben sich die Parteien doch auf eine Einigung verständigen können. Die ist allerdings nicht öffentlich gewesen. Das heißt, auf gut Deutsch weiß gar kein Mensch, wie es genau ausging. Der Fall ist also ein gutes Beispiel für alles, was wir heute besprochen haben. Aber es kann keine Rede davon sein, dass man in Amerika durch Schadensersatz mit Sicherheit Geld abstauben kann. Sich mit Absicht blöd anzustellen ist also in der Tat nur blöd, weil man überhaupt nicht vorhersehen kann, ob es sich lohnt. Außerdem sind Punitive Damages eine wirklich seltene Sache. In nur 6% der erfolgreichen Schadensersatzklagen kommen sie überhaupt vor. Aber ein Rechtssystem spiegelt ja auch immer eine Gesellschaft wider. Und so müssen wir zum Schluss bedenken, das Thema Schadensersatz kann in den USA viel einschneidender für das Leben der Bürger sein. In einem System mit deutlich weniger Sozial- und Versicherungsleistungen, da ist die finanzielle Gefahr für den Einzelnen höher, gerade bei so Unfallthemen. Die Geschädigten sind dort oft auf diesen finanziellen Ausgleich existenziell angewiesen. Schaut euch dazu gerne meine Videos zur amerikanischen Arbeitswelt an. Ich bin Kilian vom Amerika-Lexikon und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir einfach einen Kaffee ausgebt. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf www.kilianhain.de vorbei. See you next time!